Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu der Gleisbausimulator 2014. Wir sind Level 10, Tag 1 und wir sollen einen Baumstamm von den Gleisen räumen, Schwellen und Schienen demontieren, Schraubenmaschine bedienen, Maschinen mit den Kran verladen und Rennschleifgerät bedienen. Eieieiei. Und das in Tag 1. Na, ich bin ja mal gespannt. Müsste ja theoretisch, wenn man der Beschreibung glauben kann, das letzte Level sein, nicht? Ist nochmal unterteilt in 2 Tage, vielleicht in 3 Tage oder in 4 Tage. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich spiele das ja blind. Könnte man manchmal wirklich denken, so wie ich mich anstelle, dass ich das wirklich blind spiele. So mit Augenklappe und dann so, wo ist der Kran? Nein, ich bin gespannt. Baumstämme wegräumen. Mensch, haben wir noch gar nicht gemacht. Die lassen sich aber auch immer wieder was Neues einfallen, diese Spieleentwickler. Das ist Wahnsinn. Innovation, Innovation, Innovation. Unglaublich, was heutzutage möglich ist. Das war ironisch. Ich sag's lieber dazu, weil YouTube versteht sehr, sehr schlecht Ironie. Und das war ein Schluck aus meiner Wasser-Medium-Sprudel-Quellflasche. Na egal. So, was ist denn jetzt? Zieh doch mal einen Finger hier. Mann, da hat man schon einen i7 und eine GTX 770 und 16 GB RAM und bla bla bla. Und da lädt hier das Spiel, dann noch eine SSD-Festplatte und diesen ganzen Schmatterradatsch, was man heutzutage alles so Schönes braucht. Wenn man cool mit einer Gruppe stehen will, also nicht bei den Rauchern, bei den Computerfreaks natürlich, weil bei den Rauchern ist ja Rauchen cool und bei den Computerfreaks ist ja eine SSD-Festplatte cool und so. Und nein, Spaß natürlich nur. Mich interessiert das ein Scheißdreck, was andere sagen. Ich muss niemanden beeindrucken. Hab mir einfach ein nettes Computerchen zusammengestellt. Hehehe. So. Und das mit meinem eigenen Geld. Nur mal so zur Info. Um euch hier gute Qualität liefern zu können. Aber weil es mir natürlich auch selber Spaß macht. Egal, ich laber schon wieder nur komisch. Aufgabe. Auf diesem Gleisstück ist ein Baum auf die Gleise gestürzt. Oh mein Gott. Die Feuerwehr hat bereits alle Äste und Gestrüpp beseitigt. Ja, Wahnsinn, das war ja bestimmt die Werkfeuerwehr. So, nun sollen sie noch mit dem Kran des Kreiskraftwagens den Baumstamm vom Gleis räumen. Unglaublich. Schönes Brennholz. Ist aber, so wie es aussieht, nur Nadelholz, oder? Nee, ach, wahrscheinlich auch noch Laubholz. Das brennt ja gar nicht. Das kannst du ja voll vergessen. So, okay, fahren wir mal ein Stückchen zurück. Vielleicht können wir den Baumstamm auch einfach rammen, um ihn von den Gleisen zu räumen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir machen das hier vorschriftsmäßig, so wie es uns befohlen wurde. Und zack, da hängt der Baumstamm schon dran. Okay, das war vielleicht nicht so gut. So, wo soll ich denn jetzt hinschmeißen? Ich sehe nichts. Vielleicht einfach so hier hin? Ah ja, nun Aufgabe. Nun sollen Sie den kompletten Gleisabschnitt erneuern. Demontieren Sie die alten Schienen, entfernen Sie die alten Schwellen. Boah, ihr wollt mich da echt abätzen, oder? Mal ganz ehrlich jetzt. So, na egal. Zurück in den Kran. Wir müssen erstmal hier unser Gerät. Ups. Weil wir auf die Schienen setzen, weil wir müssen. Uiuiui, jetzt war ich aber erschrocken. Und zack, abgesetzt. So, aussteigen. Ich bin mal sehr gespannt. Moment. Oh. Müssen wir wahrscheinlich noch ein wenig zurückfahren. Ja, jetzt halt an. So, jetzt aber. Oh, da sind wir aber gleich wieder weit zurückgefahren. Mann. So. Und schauen wir mal, wo geht's denn hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach, da hinten geht's los. So, 15 Schwellen. Oh, 15 Schwellen und 6 Schienen wieder, ey. Das ist doch... Künstliche Schiebung ist das doch hier. Einfach nur Schiebung. Das muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Also, ich weiß noch nicht so richtig, vielleicht... Mal gucken, was ich für Gesprächsthemen finde. Aber wenn es mir reicht, dann schneide ich hier das raus. Wie ich die ganzen Schrauben hier löse und so. Das ist ja voll der Sackgang, ist das ja. Das kann mir ja keiner erzählen. Hat man hier einen 30-Minuten-Part und davon tut man 20 Minuten einfach nur hier Schrauben lösen. Das ist von Quatsch. Mann. So. Wisst ihr was? Ich glaube, so werde ich das auch machen.
Weil wir müssen ja immerhin noch die Schienen verladen, wir müssen noch die Schwellen verladen und die Schrauben hier lösen. Das muss ich doch jetzt wirklich euch jetzt hier antun, oder? Muss ich das euch antun? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wisst ihr was? Ich mache hier ein kurzes Break. Wir sehen uns gleich wieder und dann sind alle Schrauben gelöst. Bis gleich. Tach, zurück. So schnell geht's, hat man alle Schrauben gelöst. Das ist die letzte übrigens. Zack, zippel, zupp. Und da könnt ihr, ganz ehrlich, da könnt ihr doch sagen, was ihr wollt. Ich bin doch ein Guter, oder? Dass ich euch das jetzt erspart habe. So, jetzt flexen wir hier den Kack noch schnell durch. Könnte ich ja noch einen Cut machen. Nein, mache ich natürlich nicht. Weil das dauert dann doch nicht ganz so lang. Oder? Dauert es doch so lang. Nein, das Video soll ja im Endeffekt auch nicht noch 5 Minuten gehen. Wir wollen es ja auch ein bisschen unterhalten, nicht wahr? Oh, jetzt flexen wir hier unsere schöne Schrauben-Lösemaschine durch. Das tut mir aber sehr leid. Also ich liebe dieses Maschinchen ja so doll, dass ich das jetzt kaputt mache und vielleicht nie wieder benutzen kann. Ach, I'm so sorry. Ja, leck mich, Mann. Wo kommt denn der scheiß Zug? Wo ist er denn? Der Penner. Immer mit seinem Rumgehupe hier. Kommt da gar keiner heute. Erstmal großfressig gehupt und dann kommt kein Schwein. Ach, da ist er. Whee! Schön winken. So, mal gucken, wie viele Cuts müssen wir noch machen. Wenn wir 6 Schienen haben, müssen wir, glaube ich, noch 4 Cuts machen insgesamt. Also zweimal schneiden. Zweimal komplett schneiden. So, ja, genau. Habe ich mir doch denken können. Und weiter geht's. So, da müssen wir die Schienen noch alle an den Rand schmeißen. Ganz wichtig, dass wir hinten anfangen. Diesmal richtig weit hinten. So ganz hinten, so die letzten auch erwischen. Und dann halt die ganzen Schwellen noch aufladen. Sind ja nur 15 Schwellen und 6 Schienen. Ha! Das haben wir ja schnell erledigt. So. Aber im Großen und Ganzen bin ich mal gespannt, was wir an Tag 2 machen sollen. Weil ich könnte mir vorstellen, wir sollen dann das gleiche Stück wieder aufbauen. Ist ja nicht so, dass wir das in Mission 8 schon hatten, ne? Nur, dass wir jetzt hier einen Baum noch wegräumen sollten. Also es ist eigentlich bis jetzt identisch mit Mission 8 Tag 1. Nur, dass wir hier vorher einen Baumstamm weggeräumt haben. Wenn jetzt der einzigste Unterschied zwischen Mission 8 und Mission 10 ist, dass dieser Baumstamm wegzuräumen ist, dann muss ich sagen, liebe Entwickler, Respekt, Daumen hoch, Wahnsinn. Also Einfallsreichtum kaum zu übertreffen, muss man wirklich einfach mal so sagen. Also es ist unglaublich. Aber wir schauen einfach mal, bevor wir hier irgendwelche wilden Spekulationen machen. So, wir wollen natürlich die Außenansichten. Jetzt muss ich mal ganz genau schauen, wo geht das hier los. So. Da haben wir die ersten, da die zweiten. Hier ist auch noch ein Schnitt. Und hier kommt kein Schnitt mehr. Okay. Da ist ein Schnitt. Das ist der erste Schnitt. Okay, dann ist das hier der zweite Schnitt, der dritte Schnitt, der vierte Schnitt. Ja, das sind 6 Schienen. So, ups. Und stehe. Okay. So, den Kran. Richtige Perspektive einstellen. Und dann müsste das doch jetzt hier so richtig schön funken, oder? So, ich schaue die Schienen jetzt einfach mal wieder hier drauf auf unseren Wagen. Verschwinden die? Was? Nicht? Müssen wir mal schauen, wenn wir es jetzt hier an der Seite ablegen. Verschwinden sie dann? Jetzt verschwinden sie. Ja. Okay, also einfach an die Seite klatschen. So wie in Mission 8 eben. Hallo. Und blups. So, die Schwellen müssen wir natürlich aufladen. Dann müssen wir die ja bestimmt auch noch an die Seite klatschen. Einmal. Und, ups. Zweimal. Ja, die ist verschwunden. Sehr schön. Das passt auf jeden Fall zusammen. Und dreimal. So, und jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Vorfahren.
Okay. Wieso sehe ich die letzte Schwelle nicht? Ach Mann, das ist doch blöd. Vielleicht erwische ich es ja trotzdem. Nee. Erwische ich nicht. 40 von 40 Schwellen entfernt. Ja, super. Also wir erreichen hier immer mehr Errungenschaften. Ach, wisst ihr was? Das können wir jetzt auch so machen. Jetzt flippe ich aber gleich aus. Was ist denn das für ein Mist hier? Hallo? Wieso kriege ich... Moment, wieso kriege ich denn... Ach, okay. Muss noch weiter nach rechts rüber. So. Und steh. Das ist, Moment, das könnte... Ich fahre mal noch ein kleines Mühe zurück, dass wir auch hinten dann die letzte Schwelle erwischen. So, und China. Ach, jetzt misch doch mal nicht so ab hier mit deinem Scheiß. Und blups. Und ach, Manu. Blups. Und Mann. Das nervt aber auch. So. Und zack. Okay, wir müssen wieder etwas nach vorn fahren. Diesmal gleich etwas weiter. Ah, kommt dieser nervende Zug schon wieder. Und zack, und die letzte Schwelle. Erstmal jetzt für diesen Abschnitt hier. So, okay. Und wir fahren nach vorn zu dem nächsten Schienen. Oh, die haben aber diesmal knapp geparkt. Zack, so, vorletzte Schiene war das übrigens. Letzte Schiene. So, jetzt kommen nur noch die Schwellen. Na, ich hab doch schon gedrückt. Oh, oh. Das ist aber auch sowas von dermaßen Sackout hier. Kennt ihr das? Beim Poker gibt es ja auch diese Sackouts, wenn man so auf die letzte Karte verliert. Die ganze Zeit ist man führender und auf die letzte Karte, die ist dann so kacke, dass man quasi einen sogenannten Sackout erhält. Für die, die Poker spielen, die wissen das. Ja, so ist das hier auch. Und steh. So, die letzte Schwelle. Festhalten, Leute. Die letzte Schwelle. Und da ist sie. Und die schmeißen wir nochmal ganz besonders weit. Whee! So, müsste es gewesen sein. Ich bin gespannt. Lassen wir sie noch schnell verschwinden. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Aufgaben gemeistert. Weiter. Sehr schön. Tag 2 im Level 10. Schauen wir uns aber wieder im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.